Holmes. Und damit herzlich willkommen zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments für die PS4. Wir spielen, ja, Watson. Und Sherlock Holmes schießt auf alles, was er hört. Oder nicht sieht. Holmes, will you stop that? Nein, will er nicht. Ich muss sagen... Gott. Alter, gib bloß Entdeckung. Ich habe die ersten zwei Fälle schon mal angespielt. Oh, warte, ich muss nachladen. Nachladen! Lade nach! Reload! Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Merry Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ja, das stimmt ja. Lestrade ist halt immer zu Mr. Holmes gekommen und hat ihm Hilfe gebeten. Ich werde vorschlagen, dass wir auch diesen ganzen Käse nicht lesen. Weil nicht nur zu Beweisen, es gibt auch zu Personen einiges zu lesen. Und ja, es ist... Man kann sehr viel lesen, wenn man möchte. Achso, Mord untersuchen. Naja. Hä? Aber ich muss mich doch noch umziehen. Wie war das jetzt? Der falsche Knopf. Ja, es gibt ein paar Neuerungen. Das war eine davon. Ah, Kreis. Okay. X war's. Jo. Ziehen wir uns mal um, weil im Bademantel oder im Morgenmantel ist es echt scheiße. Freizeitanzug. Der Freizeiter. Nein, nehmen wir einen dunklen Anzug. Ja. Nehmen wir einen bunten, dunklen Schminktisch. Man kann auch sein Gesicht ein bisschen verändern. Im Prinzip ist das gleiche Sherlock Holmes wie im letzten Teil, bloß mit einer anderen Frisur. Warst du das nicht? Ich glaube, das war die Frisur, aber die werde ich nicht benutzen. Ich hätte gern diese Mütze hier. Die Jagdmütze. Ja, braucht man alles nicht.
Ja, passt auch so. So, sind wir gekleidet und jetzt können wir aus dem Haus gehen. Aus dem Haus können wir wieder durch unsere bekannte Tür. Achso, Mrs. Hudson. Durch unsere Tür. Oder über diese, über unsere Karte. Es hat sich einiges verändert. Also Herleitung. Wir sind jetzt auf Dreieck und die sieht auch ein bisschen anders aus. Wenn wir ein paar Beweise haben, dann zeige ich euch das. Also es kommt noch früh genug. Und Fälle sollte man tatsächlich am besten bis zum Schluss bearbeiten. Man kann sie ziemlich schnell einfach abschließen und beiseite und tschüss. Nein, es geht tatsächlich ein bisschen komplizierter. Und Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Das sehen wir noch. Ich habe, wie gesagt, zwei Fälle gespielt, weil ich dachte, dass vielleicht noch andere Sachen kommen. Wir gehen erstmal zu denen, weil hier kriegt man schon so einen ersten Beweis quasi. Gehen wir erstmal zu Mrs. Irgendwas. Man hat theoretisch hier zwei Fähigkeiten. Einmal diese... Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Personen gehen könnten. Und dann gibt es hier nochmal, die Vorstellungstalent hilft Ihnen dabei, Objekte und Ereignisse zu visualisieren. Nur in bestimmten Situationen sinnvoll. Das werden wir noch sehen, für was es ist. Das weiß ich noch. Das ist nämlich ein paar Wochen her. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Eine Neuerung direkt zu Beginn. Wenn wir Viereck drücken, das müssen wir bei jedem Charakter sofort machen. Ein Charakterprofil erstellen. Aha, man sieht da rechts, so schemenhaft sind hier 1, 2, 3, 4, sind 6 Punkte. Gucken wir mal. Aha, hat nix, aber hier, guck mal, ein Talisman. Katholischer Rosenkranz. Aha. Handschuhe. Halt. Die Haubenmeise. Man hat auch keine Zeitbegrenzung oder so. Und hier. Der Nistkasten. So, irgendwas Ungewöhnliches. Frau. Wie heißen Sie? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Es gibt noch eine Neuerung, die müssten wir eigentlich demnächst. Kennenlernen. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Es müsste sogar gleich kommen. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh, dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Irgendwas hat sich nämlich ganz kurz an USB-Geräten abgestöpselt und angestöpselt. Ich weiß nicht was. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy. But he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Jetzt kommt's. Pilgerfahrtprofil des Opfers. Wie können Sie es wissen? Natürlich, Profil des Opfers. Nee, ist falsch gewesen, siehst du? Pilgerfahrt
You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Es wird noch sehr interessant, weil ich muss mir meine eigene Lösung zurechtschreiben. Das Spiel gibt einem etwa drei Stück Lösungsmöglichkeiten bis zum Schluss. Also hier haben wir immer noch keine Hinweise, aber ganz zum Schluss können wir quasi mehrere Täter aussuchen. Irgendwas stöpselt sich ganz außen an. Mehrere Täter aussuchen. Und ich muss echt einen eigenen Täter, ja, Ding festmachen. Mr. Holmes? Das Spiel gibt mir keinen vor. Und ich muss es, es gibt nur einen. Es gibt jetzt quasi in dem Fall, ich glaube, vier Lösungsmöglichkeiten. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es waren vier in dem Fall hier. Und keine ist falsch in dem Sinne, aber der Mörder, der richtige Mörder, läuft dann halt weiter frei rum. In dem Sinne. It seems that the garden was well maintained. Wenn ich aufhell. Und das hilft uns hier. Also da hinten bei dem Typen, der da steht. Der Garten ist gepflegt. Aha, aha. Hallo. Tschüss. Hier. Steinweg. Boden am Steinweg. Schuhabdrücke. Ah, Schuhabdrücke. Schuhabdrücke. These footprints appear to be quite large. Achso, ja, stimmt. Ich habe das Werkzeug dazu noch nicht. Ich habe das Werkzeug. Okay, aber ich müsste eins davon gleich kriegen. Glaube ich. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Ja, ist gut. Könnten Sie... The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Ich habe leider vergessen, die Stoppuhr zu stellen, aber ist nicht schlimm. Und wenn ihr denkt, stellt doch mal auf Deutsch, es geht nicht. Es geht nicht. Man kann es nicht auf Deutsch stellen. Es geht nicht. Deswegen habe ich die Untertitel an, weil sonst bin ich ganz verloren. Also. Oh. Das hat man gehört, ne? Egal. Kratzer. These scratches are fresh. Fresh, wie frischer Fisch. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Er hatte nicht das richtige Werkzeug dazu. Das kriege ich oft gesagt. Nein. Also. Jetzt kommen wir mal hier rein, aber... Ist natürlich plötzlich... Oh mein Gott! Mit einer Harpune. What a terrible way to die. Wow. Nein. Also. Alles untersuchen.
alles. Someone drank from this glass recently. Okay, aber warum sind hier zwei Gläser? Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Ja, sein Problem. Tabakbeutel. PC. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Ich kann ja schon mal sagen. Hey, hallo. Du bist mit. Ach so. Hmm, this aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Eieiei, dann das freut mich schon. Also man kann nicht nur drehen, man kann auch Sachen verschieben in bestimmte Richtungen. Also, probieren wir das mal. Doch andersrum. Aha, aha. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann nehmen wir mal das hier. Und schieben es hier hin. Für hinten. Okay. Da haben wir aber noch ein Stück. Oh. Naja. Das passt ja jetzt nicht so gut. Ich werde einen Scheißturm das überspringen. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Einfach einstecken, Beweise. Ist doch kein Problem. Leise zu schlecht, zu los. Warte. Hier. Ist nix. Ups. Regal. Verdächtige leere Stelle. Hm. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. Box or a small chest, perhaps. Und das ist die Vorstellungskraft. Mit L1 kann ich jetzt quasi gucken, so sieht die Kiste aus. Die Vorstellungskraft von Sherlock Holmes. Der weiß genau, wie die aussieht. Und die suchen wir. Die ist vermisst. The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Ja. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Okay, was ist denn hier so? Ich drücke immer zu schnell. Müsst ihr euch gewöhnen dran. Hm. Muss man sich auch mal merken, hier dieses dumme... Harpoons for hunting whales. Muss man sich auch mal merken. Aber sind hier schöne drin. Gold, erstmal klauen. Old navigation instruments, nothing interesting. Ja, glaubst du doch selber. Ach, ja. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Size 8, also Größe 8 der Schuhe. Das gucken wir uns nochmal an, weil das wäre nämlich, ist nämlich der Hinweis hier. Schuhabdrücke korrigiert, geht das? Nehmen und runterziehen. These boots don't match the footprints. Hm, die sind zu klein. Das heißt, die Schuhe vom Herr Kollega hier drinne sind zu klein. Das sind nicht seine.
Und wie wir den Fall weiter bearbeiten, sehen wir in der nächsten Folge. She was the ship that Peter Carey commanded. Aber eine Kleinigkeit muss ich noch sagen, die Fälle, dieses Spiel werde ich Fall für Fall durchspielen. Also wenn mal nach einem Fall nichts kommt, sagen wir mal nach dem ersten Fall kommt nicht anschließend am nächsten Tag gleich der nächste Folge im zweiten Fall. Die Fälle sind quasi wirklich abgeschlossen. Da kann man mal kurz eine kleine Pause zwischendurch machen, falls ich es nicht schaffe zum Aufnehmen, ist nicht so schlimm. Dann habt ihr mal einen Fall aufgenommen, auf jeden Fall kommt immer regelmäßig Montag bis Sonntag ein Fall, sofern man nicht irgendwann am Samstag oder in der Woche fertig ist. Und ja, das war's schon. Das ist sehr beeindruckend hier, dieses Gebiss von einem Hai oder sowas. Wahrscheinlich von einem Wal, wenn er Walfänger ist. Na gut. Ne, wobei, nicht mal, der ist nicht Walfänger, der ist ja Gärtner hier, der Kollege. Hi. Toter Petey Carey. Oder Carey. Puh, nein. Wäre so lustig gewesen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein, ciao.